So, jetzt muss ich da hinten hinlaufen. Das ist super. Dann kommt ein Bär, so mit dem mal. Mal G und H. Ich rücke vor. Der Bär spielt zurück. Wir werden gleich angegriffen. Was zum Teufel? Okay. So, vielleicht sollte ich erstmal zum Laden, ne? Das dürfte aber... Achso, ich kann ja schnell reisen. Machen wir das mal. Hey Bruder. Hey meine Schöne. Wie geht's, Kumpel? Ganz normaler Tag, oder Kumpel? Kaum erwarten. Oder Kumpel? Diese Bastarde einzusetzen. Ich hab den Und hier muss ich jetzt meine Waffen wieder auswählen, oder was? Da habe ich die jetzt automatisch. Ich nicht. Oh Gott. Scrollen hier, das ist für'n Arsch, ey. Runter, so, wie kann ich denn das jetzt benutzen? So. Jetzt habe ich das schon mal. So, Waffenrad. Hey Mann, wie läuft's? Ich frag mich, ob es hier nicht zu sehen Sportsitze für meinen Vorgarten gibt. Hoffe, es geht Ihnen gut. Dank dir machen wir echte Fortschritte. Ist das? Ach, der ist der Dreierschuss. Das hat mir echt ganz gut gefallen, ne? Ich hoffe, du wurdest nicht tätowiert wie all die anderen. Es war fast so weit, dass ich das direkt so umspreche. Wer Grace kennt, der weiß, dass sie keine halben Sachen macht. Die Ausrüstung in ihrem Bunker muss erste Sahne sein. Also, wenn sie nicht verbrannt ist, meine ich. Hätte nie gedacht, dass dieser Schrott so was gut ist. So, und jetzt die Verfolgung abgebrochen, ne? Dauert nicht lang, dann brummt diese Werkstatt wieder. Da alle mal rein. Ich bin bereit. Eins. Dann fahr mal los. Was kann die denn so eigentlich? Haben die schon irgendwelche Kills? Wie das Fahrzeug das bringt nach einem Abschuss, wie er will. Aha. Nicht die mehr Munition mitzuführen. Die Herstellung von Gesundheit dauert weniger lange. Beide Schnitt. Ich hab da Das lernt man hier draußen ganz von alleine. Oh, genau. Lernt man. What the fuck? Wo fährt er denn hin? Ich drück mich gerade aus und er fliegt links ab. What the fuck? Mann. Gibt's hier für eine Mission? Er lauert da. Wieder ein paar Gräber verteidigen.
Du hast Grace geholfen. Vielleicht hilfst du ja auch mir. Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Was heißt? Was für ein Konflikt? Achtung, bin unterwegs! Danke. Also wie gesagt, wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Erreiche den Ort. 200 Meter nur. Unterwegs. Das ist einfach. Ist noch keiner. War doch jemand, oder? Weiß es nicht. Runterspringen ist nicht, ne? Ich kann dagegen. Ich rücke vor. Danke, Deputy. Nee. Keine Sorge. Alter, gib mir meine Waffe wieder, du Schwein. Bin unterwegs. Das gibt es doch gar nicht. Der nimmt meine Waffe. Gib mir die wieder. Ich hab die nicht mehr, ey. Schießt du nur ab. Och, Mann. Es ist doch wohl ein Witz. Wo sind meine fucking Waffen? Wie geht das Inventar? Oh Gott, ich kann kotzen. Also kann man auch umschalten. Kann ich die wegwerfen? Es ist ja wohl ein Witz. Geiseln gerettet, ey. Bin noch nie eine Geisel gewesen. Ich rücke vor. Weg da. Keine Sorge. Jetzt sitzt der da. Hau ab. Das gibt's nicht. Ich kann es nicht nehmen. Das ist so ein lächerlicher Scheiße. Nehmen es eh.
Es ist so lächerlich, ey. Diskutiere den Widerstand, ja. 2 von 3. Wow, was für eine Scheißmission. Kann ich irgendwie laden? Jetzt ein Checkpoint laden, ja. Meine Fresse. Wie geht's, Kumpel? Wie schlägst du dich, Cowboy? So, es waren dann doch mehr als gedacht. Würde ich gerne ausschalten. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Achtung, böse Jungs! Achtung, bin unterwegs! Sie müssen doch nur auf den rechten Pfad kommen und ihre Probleme verschwinden. Sie haben Glück. Hier drüben. Hilf mir. Ja. Ziemlich geil, Killer. Ich schick dir hin. Schnell. Jetzt kämpfe ich doppelt so hart gegen diese. Ich will nicht in einem Bunker. Ich dachte, ich muss in den Bunker. Hey, hol mich hier raus. Schnell und leise. Gute Idee. Vielleicht plündern, plündern, plündern. Take this shit. So. Muss ich da rüber schlagen? Du werde einem den verdammten Kopf wegpusten. Netter Versuch, Schweinehund! Okay, bin unterwegs. Hier kommt. Hopp, hopp, hopp. Welche? Ich werde die Schweine finden. Du kannst dich nicht vor Gott verstecken und auch nicht vor mir. Ich verstecke mich ja gar nicht. Ich laufe hier nur lang. Das Missionsgebiet, ich laufe direkt darauf zu. Lächerlich. Ja, damit haben die nicht gerechnet, oder? Ist das? Ich nicht. Exodus. Sind abgeschlossen. Super. Thank you. Als nächstes. Weißer Schaufelstör. Als nächstes kann ich dir machen. Larry Parker. Und zwar von hier. Schnellreise. Reisen. Schön, ein hübsches Gesicht zu sehen. Hey, Kumpel. Immer noch da, hm? Hey. Löscht der die immer dann? Ist ein bisschen nervig. Da hätte sich kein westlicher Religionsüberleben mit einem... Aufsitzen. Danke, dass du mich nicht zurückgelassen hast.
eigentlich? Sie sind in Reichweite! Schießt! Lass uns mal mit dem Schießen. Okay, los, los. Ist das ein richtiges Ziel? Die sitzen aber Glück drauf. Glück für sie. Ich habe meinem Vater zugesehen, wenn er an seiner Karre bastelte. Wogegen gefahren. Stimmt, der repariert hat. Was ist denn mit dir passiert? Haha! Dass ich hier verdorre und sterbe. Oh. Ich glaube, ich gehe mal diese Dinge abschalten, ne? Ich komme durch, glaube ich. Hä? Schalt die Generatoren ab, habe ich doch. Larry, yes. Willkommen. Alles gut. Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Noch zwei Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren. Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple Top Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Sendemast. Komm. Wir haben ein Gefährt mitgebracht, da können wir mitfahren. Ich bin drin. Muss der mitkommen? Alter. Harry. Die Insekten sind echt schlimm. Okay, der bleibt anscheinend da. Aus. Fuck, hier ist eine Hauptmission. Hä? Was ist hier für eine Stadt? Ich dachte schon, das war's jetzt. Ich weiß, was du meinst. Diese Dialoge. Jetzt auf der Karre. Ja. Hör jetzt bloß nicht auf. Die Peggys überrennen die Sunrise Farm. Sie haben die Leute gefesselt und die ganze Ernte in ihre Trucks geschmissen. Du musst etwas dagegen unternehmen. Kaufen, bin ich denn nicht? Nehmen wir das einfach. Ich sterb nicht. Da noch vorbeifahren, dass es auch noch auf die Karre kommt. Ich bin bereit. Dann fahr mal los. Falls End ist frei. Jetzt kann ich wieder frei atmen. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Ruhm. Gutes Timing, Deputy. Ich will noch nicht reden, ich bin in einer Mission.
Sind das jetzt? Nee, ist nicht. Ach, scheiß drauf. Ich bin drin. Vielleicht ist das eine Hauptmission, ich weiß nicht. Du fährst, das ist richtig. Ich fahre. Oh, da hinten. Oh Gott, ist der hoch. Jetzt können wir alle erleichtert aufkommen. Oh Gott, ist der hoch. Was ist das? Eine wilde Herde Kühe. Vielleicht erwische ich eine. Ah. Die ist natürlich jetzt wütend. Okay, los. Roger, ich bin bei dir. Bring das aber bloß gewaschen zurück. Danke, dass du mich nicht zurückgelassen hast. Du fährst. Das ist ein Kinderspiel. Dein Peggy wird hier bleiben wollen, sobald wir mit John Seed fertig sind. Ich suche einen besseren Weg. So, ich glaube, ich kann unten bleiben. Riesenmast. Das sind ein paar Bösewichte. Was zur Hölle ist das? So, was? Ich befreie den mal. Der Wolf hat die Quelle nicht so weit! Kletterhaken. Ich nehme schweren Schaden. Gegner tot. Wir werden hier fertig. Da kommt ein Gesicht zum Reinschlagen. Höre die Satellitenschüsse 0 von 5. So mehr als den einen Turm und Alter, ist das hoch. Das ist der höchste Turm hier, das kann sein, ne? Feind gesichtet.
Okay, jetzt muss ich wieder nach unten. Das darf ja wohl nicht wahr sein, ne? Dass hier so Scheiße anzeigt. Alter, schwankt dieses Ding so. Alter, irgendwas schwankt hier. Seilrutsche benutzen und mal wiedersehen oder was? Alles klar, gib mir Deckung. Hey, runter. Zerstöre. Jetzt kann ich nicht nach unten gucken oder was? Ist ja wohl lächerlich. Da wird nichts von hier oben. Loch vielleicht. Ich rücke vor. Das ist ein Scheißwitz, ey. Was ist ein Kack? Dann geh ich mal wieder hoch. Den höchsten Turm von Country Valley hier. Achtung, bin unterwegs! Achtung. Der hat irgendwas erst vor 20 Minuten gelernt. Das ist natürlich sehr beruhigend. Yes. Okay, bin unterwegs. Super. Es kommt ja noch so ein kleines Flugzeug dazu. Schießen, der hier oben dran hängt. Bin unterwegs. Und hopp. Und hopp. Oh, Mann, was ist das denn für eine Scheißmission? Ach Gott, und wieder hoch. Oh je, Puh, ist ja richtig cool. Kannst du hier einfach ein Flugzeug holen? Die Dinger abschießen oder Kacke. Rück vor. Ich schmeiß eine Granate, wenn ich da oben im Baum laufe, was im richtigen Moment explodiert. Bin unterwegs! Oh, genau so rum. Ah, ich kann in den Helikopter klettern. Tolle Zusatzinfo. Jetzt ist nur der Helikopter da irgendwo. Ist aber nicht wahr. Ich rücke vor. Aha, okay. War mir nicht ganz klar. Oh ja.
Reise des Helden Fliegen mit Larry. Das wird ein Spaß. Tschüss, Leute, ich soll mit Larry fliegen. Die Zeichen sind eindeutig. Ich bin zu Hören geboren. Verlasse den Helikopter. Das da. Okay. Meine. Okay. Alles klar, gib mir Deckung. Uns das Pepper-Versteck in vorab. Nicht. Auto. Gefährlich. Da geht's noch weiter. Deine Seele ist vergiftet. Krank. Von Krebs zerfressen. Bin unterwegs. Also muss hier rausgeschnitten werden. Das ist wieder irgendwas Komisches. Du weigerst dich Ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, da bist du ja. Kann es jetzt weitergehen? Sag ja. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Deputy. Komm schon, wir müssen die Mission starten.